Hallo, ihr lieben Friedenstreiber. Was haben wir da nur für komische Verbündete? Nach Macron setzt sich jetzt auch wieder Henry Kissinger für Friedensverhandlungen ein. Er bringt auch Volksentscheide in der Ostukraine zur Sprache. Da sind natürlich alle guten Demokraten dagegen und kritisieren ihn schwer dafür. Ja, und der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirche setzt sich gegen Waffenlieferungen ein. Da sind natürlich auch alle guten Evangelien dagegen und kritisieren ihn sehr dafür. Wir meinen, das ist unterstützenswert. Und das ist ein weiterer guter Grund, am Mittwoch wieder auf die Straße zu gehen. Wir machen eine Sonnenwend-Friedensdemo am nächsten Mittwoch hier am Odeonsplatz. Wir haben auch noch ungefähr 100 Kerzen auf Lager, die holen wir morgen auch nochmal hervor. Denn um diese Jahreszeit, letztes Jahr, waren ja Kerzendemos schon verboten. Und da sie jetzt wieder Gott sei Dank in München erlaubt sind, haben wir gesagt, zur Sonnenwende machen wir nochmal eine Kerzendemo und schließen das Jahr gebührend ab. Sammeln Kraft fürs nächste Jahr, da gibt es noch einiges zu tun. Auf der Straße und woanders. Würde mich wahnsinnig freuen, dich zum Abschluss des Jahres nochmal hier am Odeonsplatz zu sehen, zusammen auf die Straße zu gehen für Frieden. Ab 18 Uhr, Odeonsplatz. Wir sehen uns auf der Straße. Ciao.